Ende des 15. Jahrhunderts malte Leonardo da Vinci das letzte Abendmahl einer seiner Hauptwerke. Hunderte von Jahren später findet sich in dem Fresko eine verschlüsselte Botschaft, geheime Bilder und andere Geheimnisse. Leonardo ist nicht nur ein Genie, sondern auch ein Rätsel. Inspiriert davon schreibt Dan Brown das berühmte Buch The Da Vinci Code und Hollywood verfilmt einen Blockbuster auf der Grundlage dieses Buches. Mystik, Botschaften, Chiffren. Alle sind überzeugt, auch Giocondas berühmtes Lächeln verbirgt sicher große Geheimnisse dahinter. Allerdings führt er zu der Annahme, dass Leonardo da Vinci nicht nur ein unglaubliches Genie war, sondern auch über eine Art von Spezialwissen verfügte, das von keinem Lebenden erreicht werden konnte. In Wirklichkeit beginnt das Abendmahl 20 Jahre nach seiner Entstehung von der Wand zu fallen. Das Genie hat mit den Farben herumgepfuscht. Die Mischung, die er entwickelt hatte, haftete nicht gut auf der Oberfläche. Die mysteriösen Geheimbotschaften auf dem Fresko sind nicht durch Fakten belegt und werden von Verschwörungstheoretikern übertrieben. Das Buch The Da Vinci Code ist total Fiktion, oder? Es ist nicht so. Heute werden wir über das Leben eines Außenseiters sprechen, eines schwulen und ähnlichen Handwerkers ohne Ausbildung, den die Nachkommen als eines der größten Genies der Menschheitsgeschichte bezeichnen werden. Es ist Ereignis, Menschen, Phänomene und alles, was dazu gehört. Heute geht es um Leonardo da Vinci. Sie kennen bestimmt dieses Selbstporträt von Da Vinci oder ein von seinem Schüler gemaltes Porträt oder ein Porträt, das viele Jahre nach dem Tod des Künstlers angefertigt wurde. Obwohl vieles über Leonardos Leben bis heute unbekannt ist, steht eines fest: Da Vinci wurde nicht als alter Mann von 60 Jahren geboren. Aber denn, wie sah der junge Leonardo aus? Vielleicht so? Dies ist eine Skizze für eine der Statuen, die von Leonardos Lehrer verfasst wurde. Wahrscheinlich hat er sich seinen Schüler zum Vorbild genommen. Das Bild stimmt mit den seltenen Erinnerungen derjenigen überein, die den jungen Da Vinci kannten. Sie beschrieben ihn als gut aussehenden, sportlichen Mann mit langem, lockigem Haar. Das interessanteste Detail dieser Erinnerungen, Leonardos Kleidung, ist eine rosa Tunika, die ihm bis zu den Knien reicht. Und die Zeitgenossen waren eher von der Länge als von der Farbe überrascht, da die meisten Menschen zu dieser Zeit wurden lange Kleider bevorzugten. Da Vinci behielt die Angewohnheit, sich gut zu kleiden, sein ganzes Leben lang bei. Und die Kleidung wäre fast der größte Posten seiner Ausgaben. Seine Lieblingsfarben waren rosa und rot. Das legen zumindest die Einkaufsaufzeichnungen in den Tagebüchern von Da Vinci nahe. Übrigens sind 3/14 der Tagebücher verloren gegangen. Aber der Teil, der erhalten geblieben ist und die Erinnerungen der Zeitgenossen reichen aus, um Mythen zu zerstreuen und zu verstehen. Leonardo Da Vinci war bei weitem nicht so, wie er gemeinhin dargestellt wird. Für viele Kinder würde eine uneheliche Geburt eine wenig beneidenswerte Perspektive voller Not und Elend bedeuten. Für Leonardo war es ein Glücksfall. Bereits im frühen 14. Jahrhundert hatten sich seine Vorfahren in Vinci, Italien, niedergelassen. Seit über 100 Jahren waren fast alle Männer der Dynastie Notare, so auch Leonardos 24-jähriger Vater Pierre. Er lernt ein Mädchen namens Caterina kennen. Nach einiger Zeit wird ein Junge geboren, der Leonardo genannt wird. Wir schreiben das Jahr 1452. Der Junge hatte keine Chance, etwas anderes als Notar zu werden. Caterina war jedoch die verwaiste Tochter eines Bauern und Piera hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine erfolgreiche Karriere als Notar in Florenz gemacht. Eine Heirat zwischen Menschen mit so unterschiedlichem Hintergrund war zu jeder Zeit unwahrscheinlich. Leonardo wird also ein uneheliches Kind. Im Italien der Mitte des 15. Jahrhunderts bedeutete dies nicht, dass man eine Person zweiter Klasse war. Aber man war oft nicht in der Lage, Privilegien zu genießen.
vor allem die Möglichkeit, das Familienunternehmen zu erben. Im Fall von Da Vinci kam dies allen zugute, der Familie und den jungen Nachkommen gleichermaßen. Ein Hang zum Zögern und eine kurze Aufmerksamkeitsspanne hätten Leonardo zu einem unangenehmen Notar gemacht. 8 Monate nach der Geburt seines Sohnes heiratete Piero da Vinci die Tochter eines bekannten Florentiner Schuhfabrikanten. Er lebte ein langes Leben, heiratete mehrmals und wurde 11 weitere Männer Vater. Piero würde weiterhin mit Leonardo kommunizieren und könnte ihn theoretisch als ihren Sohn anerkennen, würde dies aber nie tun. Leonardos Mutter Caterina findet daraufhin einen geeigneten Ehemann unter den örtlichen Bauern. Und innerhalb kurzer Zeit haben sie 4 eigene Kinder. Leonardos frühe Kindheit verbringt er größtenteils in der Stadt Vinci, im Haus seines Großvaters. Im 15. und 16. Jahrhundert begannen viele Menschen in Italien ihren Geburtsort als Nachname zu führen. Dies fügte dem Namen von Piers Vater und Leonardo selbst den Zusatz Da Vinci hinzu. Leonardo war ein uneheliches Kind und kam daher nicht in eine der angesehenen Schulen, wo ihm eine umfassende Ausbildung zuteil wurde. Stattdessen erhielt der Junge einen kurzen Kurs in den Grundlagen der Mathematik und beschäftigte sich ansonsten mit der Selbsterziehung. Infolgedessen würde das zukünftige Genie Schwierigkeiten haben, Latein zu lernen und es als Erwachsene fehlerfrei zu schreiben. Praxis und Experimentieren hingegen wären seine wichtigsten Werkzeuge, um die Welt zu begreifen. Im Alter von 12 Jahren verlässt Leonardo Vinci und zieht in das Haus seines Vaters in Florenz. Florenz war zu dieser Zeit ein Epizentrum der kommerziellen Technologie und vor allem der Kunst. Es gibt ständig Festivitäten und modisch gekleidete Menschen auf den Straßen. Zu dieser Zeit regieren die berühmten Medici mit Lorenzo de' Medici an der Spitze die Stadt. Für eine große Zahl von Künstlern war er ein Mäzen oder einfacher gesagt ein Mann, der großzügig Aufträge und Geld gab. Es gab in der Geschichte noch nie eine bessere Zeit oder einen besseren Ort, um als Bastard geboren zu werden. Ja, vielleicht hatten sie keine gute Ausbildung, vielleicht hatten sie kein Erbe oder keinen Familienberuf. Aber was sie auf jeden Fall hatten, war die Freiheit. Die Freiheit, mit ihrem Leben zu machen, was sie wollten. Schlimmstenfalls sogar Künstler zu werden. Leonardo hatte auch das Glück, in der Blütezeit der Renaissance geboren zu werden. Es war die Zeit, als die Superstars der bildenden Kunst Michelangelo, Raphael, Donatello und natürlich Da Vinci am Werk waren. Nach seinem Umzug nach Florenz setzt Leonardo seine oberflächliche Ausbildung fort, vor allem in den Grundlagen der Mathematik. Der Schüler zeichnet sich dadurch aus, dass er Linkshänder ist, was zwar nicht verwerflich ist, ihn aber von den anderen Schülern abhebt. Diese Besonderheit sollte sich später in seiner Zeichentechnik und seiner ungewöhnlichen Herangehensweise an das Schreiben manifestieren. Mit Anfang 30 begann Leonardo, detaillierte Tagebücher zu führen. Meistens schreibt er über Anatomie, Technik, Physik, Kunst und sehr selten über sein Privatleben. Die Eintragungen werden auf dem Kopf stehend von rechts nach links vorgenommen, sodass sie idealerweise einen Spiegel benötigen, um sie zu lesen. Sehr oft wird diese Tatsache als weiterer Beweis für die Rätselhaftigkeit Da Vincis herangezogen, der angeblich alles absichtlich verschlüsselt hat, damit niemand es lesen kann. Und das ist offenbar ein Mythos. Lassen Sie uns mit dem Offensichtlichen beginnen. Warum im 15. Jahrhundert verschlüsseln Ihre Schlüsselfolgerungen, dass die Sonne nicht um die Erde dreht, ist klar. Aber warum die Informationen über die auf dem Markt gekauften Aprikosen und die kürzlich gekauften Strümpfe verschlüsselt werden, ist unklar. Strümpfe sind normale männliche Kleidung der damaligen Zeit, für die man sich wahrscheinlich nicht schämen muss. Der eigentliche Grund für die Spiegeltechnik ist die Linkshändigkeit. Wenn Sie mit der linken Hand von links nach rechts schreiben, besteht die Gefahr, dass die Tinte auf dem Blatt entweder mit dem Ärmel oder der Handfläche verschmiert. Und Papier ist teuer.
Selbst als Leonardo bereits wohlhabend war, füllte er jeden leeren Platz auf der Seite mit irgendeiner Art von Information. Ein italienisches Kalligraphiebuch aus dem 15. Jahrhundert zeigt einen Trick für Linkshänder, um in Spiegeltechnik zu schreiben. Es gibt andere linkshändige Zeitgenossen von Da Vinci, die genauso geschrieben haben. Und schließlich, wenn Sie denken, dass eine solche Spiegelungstechnik nur für Genies zugänglich ist, probieren Sie sie aus. Die Tatsache, dass Leonardo in Florenz vor allem in Mathematik ausgebildet wurde, könnte bedeuten, dass sein Vater Pierre hoffte, sein Sohn würde Notar werden. Spätestens jetzt ist klar, Leonardo da Vinci war viel mehr am Zeichnen als an der Produktion interessiert. Es gibt eine ziemlich berühmte Geschichte über ein bemaltes Holzschild, das als der erste Werk des zukünftigen Genies angesehen werden kann. Ein Zimmermann aus Vinci bittet Leonardos Vater, ein hölzernes Schild zum Bemalen nach Florenz zu bringen. Aber Pierre vertraut die Aufgabe seinem Sohn an. Leonardo beschließt, entweder einen feuerspeienden Drachen oder eine Gorgone-Qualle zu malen. Zu diesem Zweck studiert Leonardo damals noch ein Junge Eidechsen, Schlangen und andere reale Lebewesen. Nachdem er das fertige Werk erhalten hat, ist Pierre da Vinci von den Fähigkeiten seines Sohnes so angenehm überrascht, dass er den Schild für sich behält und dem Schreiner einen einfacheren Ersatz kauft. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei nur um eine Legende handelt. Aber eines ist sicher, die reale Welt zu studieren, um daraus Fantasien zu entwickeln, ist ein Ansatz, den Leonardo sein Leben lang verfolgen wird. Vielleicht gibt Pierre wegen seiner Vorliebe für das Zeichnen die Idee auf, seinen Sohn zu anerkennen und ihn zum Notar zu machen. Stattdessen bringt er den Teenager zu einem Kunden, den er kennt, dem berühmten Maler Verrocchio. Heute ist Verrocchio einer der wichtigsten Vertreter der Renaissance. Im 15. Jahrhundert ist er im Wesentlichen ein Handwerker und seine Werkstatt ist ein Fließband. Unter der Aufsicht seiner Vorgesetzten stempeln die Lehrlinge und Assistenten Gemälde mit religiösen Themen. Es ist jedoch der Ort, der für viele Künstler, darunter Botticelli und Leonardo da Vinci, zur eigentlichen Schule wurde. Lassen Sie uns einen Moment innehalten, um ein wichtiges Detail zu klären. Malerei ist keine Kunst. Zumindest für die meisten Menschen, die im 15. Jahrhundert lebten, galt die Logik: Was dem Geist entspringt, ist Kunst. Was mit den Händen gemacht wird, ist Handwerk. Poesie ist Kunst. Bildhauerei ist Handwerk. Musik ist Kunst. Das System wurde bereits im antiken Griechenland eingeführt und war lange Zeit für alle geeignet. Dank der Renaissance und Leonardo da Vinci sollte sie das ändern. Die Künstler dieser Zeit, vor allem aus Italien, brachten die bildenden Künste auf ein neues Niveau. Sie studierten Anatomie, Perspektive, Geometrie und Physik mit einem einzigen Ziel: die dreidimensionale Realität so getreu wie möglich auf die zweidimensionale Leinwand zu übertragen. Ein einfaches Beispiel. Links ein typisches Gemälde, eine Ikone aus dem 14. Jahrhundert, rechts eines der ersten berühmten Werke von Da Vinci. Der Unterschied ist offensichtlich, egal ob man Kunsthistoriker ist oder einfach nur Augen hat. Das Gemälde auf der rechten Seite ist die Taufe Christi. Um genau zu sein, handelt es sich um ein Werk von Verrocchio, das mit Hilfe seines Schülers Leonardo da Vinci entstand. Wenn der Künstler, der Anfang 20 ist, fast 5 Jahre im Atelier verbracht hat, ist er nicht mehr nur ein Praktikant, sondern ein Vollzeitmitarbeiter, der im Atelier lebt. Das bedeutet, dass Leonardo nicht nur Förderaufträge ausführen kann, sondern auch Partner des Meisters bei seinen Projekten ist. Dies tut Da Vinci und zwar so erfolgreich, dass er seinen Meister übertrifft. Ein Beispiel ist die Taufe Christi. Auf der linken Seite die beiden Engel, die uns am meisten interessieren, weil Da Vinci einen von ihnen gemalt hat. Und wenn Sie dieses Video nicht nur auf dem Bildschirm eines Telefons sehen, haben Sie es wahrscheinlich intuitiv erraten können. Der Engel auf der linken Seite stammt von Leonardo.
Seine Pose ist viel lebendiger und natürlicher, so als wäre er in Bewegung und nicht eine gefrorene Statue. Und wenn man der Legende glauben darf, war der Unterschied zwischen den Engeln für seine Zeitgenossen so offensichtlich, dass Verrocchio zugab, von seinem Lehrer besiegt worden zu sein und schließlich seinen Pinsel aufgab. War dies tatsächlich der Fall? Es ist nicht bekannt, aber Tatsache ist, dass Verrocchio nach der Taufe Christi kein eigenständiges Werk mehr vollendet hat. An diesem Punkt hätte Leonardos Geschichte einem typischen Ausstieg eines Talents ähneln können. Wäre da nicht das Gefängnis gewesen. Eine Woche vor Da Vincis 24. Geburtstag wird er der Sodomie beschuldigt. Angeblich von drei anderen Männern, die eine intime Beziehung mit einem jungen Mann namens Saldarelli hatten. Die Anschuldigungen sind anonym, aber eine Untersuchung ist im Gange. Homosexueller Geschlechtsverkehr war in Florenz damals ein Verbrechen. Und jedes Jahr werden mehrere hundert Menschen zu Haftstrafen, Ausweisung aus der Stadt oder sogar zum Tode verurteilt. Aber Leonardo hat Glück. Ja, verbringt wahrscheinlich ein oder zwei Tage im Gefängnis, aber es wird schnell klar, dass die übrigen Anklagten mit dem Medici-Clan verbunden sind. Der Fall wird totgeschwiegen, die Verdächtigen sind auf freiem Fuß. War Da Vinci schuldig? Höchstwahrscheinlich. Es wird nicht erwähnt, dass Leonardo jemals Beziehungen zu Frauen hatte. Und mit Männern im Gegenteil. Mit einer seiner Partnerinnen waren sie über 20 Jahre lang zusammen. Unter den einheimischen Künstlern war dies jedoch ein weit verbreitetes Phänomen. Botticelli wurde der Sodomie bezichtigt, Michelangelo, Donatello und Cellini waren alle schwul. Leonardo hat zwar nicht mit seinem Privatleben geprallt, aber er hat seine Orientierung im Allgemeinen nicht versteckt. Probleme mit dem Gesetz hinderten Leonardo nicht daran, für Verrocchio zu arbeiten. Er untersucht weiterhin, wie die Natur funktioniert und wie das menschliche Auge sie wahrnimmt. Daraus entstand Da Vincis berühmter, einzigartiger Malstil. Zunächst einmal geht es um zwei italienische Wörter, Chiaroscuro und Sfumato. Die Erklärung ist einfach. Wir sehen die Welt als dreidimensional, aber die Leinwand des Raums ist zweidimensional. Wie kann man die menschliche Figur in einem Gemälde dreidimensional erscheinen lassen und sie vom Hintergrund trennen, vor allem mit Hilfe von Schatten und Licht? Sie ist die Technik hell-dunkel verantwortlich. Heute tut dies jeder zweite Blogger, während es im 15. Jahrhundert eine wichtige Errungenschaft der Malerei war. Da Vinci verwendete die Hell-Dunkel-Technik nicht nur, er beherrschte sie auch meisterhaft. Ein weiteres Markenzeichen des Genies ist der sogenannte Sfumato oder Dunst. Die Motive haben keine klaren Umrisse, sondern weisen fließende Übergänge von Schatten und Licht auf. Dadurch wirken die Menschen auf dem Bild lebendig und nicht wie gefrorener Stein. Da Vincis Signatur Sfumato zieht sich durch seine gesamte Biografie. Engel in der Taufe Christi bis zur Gioconda. Mit Mitte 20 begann Da Vincis Arbeit aufmerksam zu werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass alles, was aus der Hand des jungen Künstlers kam, fehlerfrei war. Die Verkündigung ist ein gutes Beispiel dafür. Das Gemälde wurde gemalt, als er noch für Verrocchio arbeitete und weist offensichtliche Unvollkommenheiten auf. Die unnatürlichen Hände der Jungfrau, der wuchtige Sockel und der Gartenzaun, die vom Motiv ablenken. Und so weiter. All dies bedeutet nur eines. Wenn Da Vinci ein Genie war, dann wurde er eines, und zwar viel, viel später, als dass er von Anfang an geboren wurde. Im Alter von 24 Jahren lebte und arbeitete Leonardo noch immer in der Werkstatt von Verrocchio und prägte religiöse Gemälde. Zu diesem Zeitpunkt waren viele der Schüler des Meisters bereits zu eigenständigen Künstlern geworden. Warum beschloss Da Vinci schließlich, sich selbstständig zu machen? Es ist nicht bekannt. Der Grund dafür könnte der Vorwurf der Sodomie im Jahr zuvor gewesen sein. Auf jeden Fall eröffnet Leonardo 1477 seine eigene Werkstatt in Florenz. Für die Wirtschaft wäre das eine Katastrophe. In den 5 Jahren der Werkstatt wird Leonardo nur 3 Aufträge erhalten, denen er 2 nie fertigstellen wird. Den dritten wird er nicht einmal beginnen. Es gibt eine Art oberstes und vollendetes Meisterwerk,
in der Kunstgeschichte. Und Leonardos Die Anbetung der Könige steht zu Recht an der Spitze dieser Liste. Da Vinci erhält diesen Auftrag vom Kloster dank der Beziehungen seines Vaters Pierre. Die Anbetung der Könige ist ein berühmtes biblisches Thema. Viele große Künstler haben es für ihre Arbeit genutzt. Als Da Vinci den Auftrag erhielt, war er bereits ein notorisch undisziplinierter Künstler, der Versprechen brach und Termine nicht einhielt, sodass Leonardo gezwungen war, einen sehr strengen Vertrag zu unterzeichnen. Da Vinci tritt dann auf das Pedal des Perfektionisten. Er fertigt eine detaillierte Skizze an, berechnet die Perspektive, überlegt sich den Hintergrund. Seine Meinung nach sollte keine einzige Pose einer Figur in einem Gemälde wiederholt werden. Und es gibt Dutzende von Menschen. Jede der Figuren durchlebt eine Emotion, die in ihrer Bewegung, Handhaltung und Mimik zum Ausdruck kommen muss. Und Da Vinci zeichnet alle Menschen zuerst nackt. Er glaubt an den anatomischen Ansatz, bei dem der Körper zuerst gezeichnet wird und die Kleidung darüber. Woher haben Sie all diese Informationen? Nur Studium. Anatomie, Geometrie, Biologie, Physik. Da Vinci versucht, jedes Detail der ihn umgebenden Welt zu verstehen, um es auf das Gemälde zu übertragen. Perfektionismus mag Da Vinci groß gemacht haben, aber es hat ihn zweifellos auch daran gehindert, das zu vollenden, was er begonnen hat. Bis heute sind ihm nur 15 Werke zugeschrieben worden. Nicht gerade viel für einen Künstler, der ein langes Leben gelebt hat. Die Anbetung der Könige natürlich nicht rechtzeitig fertig. Der Vertrag bricht, Leonardo verschuldet sich. Das künftige Genie leiht sich Geld, das er den Aufzeichnungen zufolge für den Kauf von Farben und eine Flasche Wein verwendet. Zu dieser Zeit befindet sich Da Vinci in einer offensichtlichen Krise. Obwohl er als begabter Maler gilt, verdirbt sein Ruf alles und er erhält keine Aufträge. Sein Kollege Botticelli ist mit der Arbeit überfordert und Leonardo kritisiert seine Technik. Vielleicht ist es Neid, wer weiß. Jedenfalls hängt die Anbetung der Könige heute in den Uffizien in Florenz und jeder Besucher kann den jungen Mann an der Seite sehen. Es wird angenommen, dass er sich um ein Selbstporträt Leonardos handelt. So könnte er im Jahr 1482 aussehen, als er seine Heimat Florenz in Richtung Mailand verlässt. Da Vinci erlebt seinen 30. Geburtstag in einer neuen Stadt und in einer neuen Funktion. Er ist jetzt kein Künstler mehr, sondern ein Architekturingenieur, der praktisch alles entwerfen kann, von Gebäuden bis hin zu Militärwaffen. Dies geht aus einem Brief von Leonardo selbst an den Herrscher von Mailand, Ludovico Sforza, hervor. In dieser Zusammenfassung listet Da Vinci eine lange Liste seiner technischen Talente auf. Und nur unter Punkt 11 steht, ich kann auch zeichnen. Es ist schwer zu sagen, was eine solche Wende in der Karriere bewirkt hat. Vielleicht eine Ermüdung von der Malerei, wo Leonardo trotz seines anerkannten Talents eine Reihe von unvollendeten Werken hinterlassen hat. Vielleicht war es der Wunsch, endlich mehr Zeit für die Wissenschaft zu haben, die Leonardo schon in Florenz leidenschaftlich zu studieren begonnen hatte. Oder es war ein taktischer Schachzug. Mailand, Venedig, Florenz und andere italienische Städte waren zu jeder Zeit eigene Staaten. Da Vinci muss gewusst haben, dass Sforza ein militärischer Führer war, der von Feinden umgeben war. Ein solcher Herrscher braucht einen Militäringenieur, keinen Künstler. Aber wer ist Da Vinci in seinen ersten Jahren in Mailand? Richtig, er ist Produzent und ein Regisseur. In einer Zeit ohne YouTube, Netflix und TikTok brauchten die Menschen auch etwas, um sich zu unterhalten. Vor allem, wenn man reich war. Da Vinci organisiert eine Theateraufführung am Hof der Sforzas. Und man sollte meinen, dass dies für einen talentierten Künstler ein Abstieg auf der Karriereleiter wäre. Aber Leonardo ist da anderer Meinung. Er entwirft die Handlung, die Bühnenbild, die Musik und die Spezialeffekte, Menschen, die auf der Bühne fliegen, Drachen und Dämonen. Da Vinci begann seine theatralische Arbeit bereits in Florenz, aber erst in Mailand nahm sie richtig Fahrt auf. Trotz seines mythischen Images als geheimnisvolles Genie ist Leonardo in Wirklichkeit ein Mann, der feste Feiern, auffällige Kleidung und Humor liebt.
Er kann zum Beispiel eine Eidechse fangen, ihr einen Bart und Flügel ankleben, sie in eine Schachtel stecken und dann seine Freunde damit erschlagen. Außerdem sieht er gut aus. Er hat einen athletischen Körperbau, kann sprechen und singt und musiziert gut. Kurz gesagt, die Organisation von Theateraufführungen ist eine ideale Aufgabe für einen Mann mit diesen Eigenschaften. Am wichtigsten ist jedoch, dass Leonardo seine technischen Fähigkeiten voll ausschöpft. Und es ist an der Zeit, mit einem weiteren Mythos aufzuräumen. Wenn Sie nach Rom fliegen, landen Sie wahrscheinlich auf dem Flughafen Leonardo da Vinci. Dort steht eine riesige Bronzenstatue des Genies, 2 Meter hoch. Aber das ist nicht das Interessante. Interessant ist, dass Da Vinci in seiner Hand einen Modellhubschrauber hält. Es gibt die Meinung, dass Leonardo ein solcher Genie war, dass er viele moderne Technologien vor 500 Jahren entworfen hat. Vom Panzer zum Hubschrauber. Das ist nicht ganz falsch, aber bei Weitem nicht die Wahrheit. Das Hubschrauberprojekt aus den Tagebüchern von Da Vinci ist eine Tatsache. Allerdings scheint es für eine der Shows gemacht worden zu sein. Das Ding kann nicht fliegen. Design selbst funktioniert. Dann die Konstruktion von Flügeln für den menschlichen Flug. Das steht in den Tagebüchern von Da Vinci eine Tatsache. Als theatralischer Effekt brillant. Als tatsächliche Erfindung funktioniert. Und es ist eine typische Geschichte für technische Projekte aus den Tagebüchern eines Genies. Einige wurden nur für Aufführungen geschaffen und andere wurden von Leonardo nie in der Praxis, sondern nur auf dem Papier realisiert. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, aber dazu später mehr. Leonardo ist also ein erfolgreicher Produzent in Mailand. Hier lernt er einen jungen Mann namens Salai kennen. Salai wird Assistent des Meisters, dann ein passabler Maler, aber vor allem ein Partner Leonardos, mit dem er fast 30 Jahre seines Lebens verbringen wird. Da Vinci hinterließ in seinen Tagebüchern Notizen über die Kleider, die er für Salai kaufte, und er erwähnte sogar kurz ihre Streitigkeiten. Erst nach seinem Umzug nach Mailand begann Da Vinci regelmäßig Tagebuch zu führen. Er schrieb selten über sein Privatleben, Kunst und Wissenschaft werden das Hauptthema seiner Notizen. Wie Sie sich erinnern werden, hatte Leonardo im Grunde keine richtige Ausbildung, einschließlich einer guten Kenntnis des Lateinischen, und die meisten wissenschaftlichen Werke der Zeit waren in dieser Sprache und nicht in Da Vincis üblichem Italienisch verfasst. Aber Leonardo lässt sich nicht entmutigen. Seine Quelle für den Bau ist die Beobachtung, das Experimentieren und die persönliche Kommunikation. Mailand ist in dieser Hinsicht eine viel bessere Stadt. Der Wissenschaft wurde dort viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt als in Florenz. Ein weit verbreiteter Mythos über Da Vinci ist der eines einsamen kreativen Genies. Ja, Leonardo würde eines Tages in sein Tagebuch schreiben: Nur wenn man allein ist, gehört man ganz zu sich. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um die Art von Einsamkeit, die nur derjenige kennt, der sie hat, nicht aber die Menschen um ihn herum. Da Vinci würde gezwungen sein, viele Freunde, Schüler und Geschäftsverbindungen zu haben. Denn dies würde in vielerlei Hinsicht das Geheimnis seines Erfolgs. Für Architekten, Wissenschaftler, Ingenieure und Künstler gab es in den Sforza-Höfen immer einen Platz. Leonardo war ein häufiger Teilnehmer an diesen Veranstaltungen. Für ihn und viele andere Persönlichkeiten der Renaissance war sie eine Art geistiges Ping-Pong zwischen Vertretern verschiedener Wissenschafts- und Kunstzweige und eine wichtige Wissenquelle. In den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde der viktorianische Mensch zu einem viel diskutierten Thema. Aber wer ist dieser nackte Mann, der in ein Quadrat eingeschrieben ist, wir? Gehen wir der Sache auf den Grund. Marc Vitruv war ein antiker römischer Ingenieur und Architekt. Er schrieb eine berühmte Abhandlung über die antike Architektur und die Renaissance ist die Wiedergeburt der Kultur der Antike. Mit Da Vinci und seinen Mitstreitern war das Konzept von Vitruv über die Beziehung zwischen dem Mikrokosmos des Menschen und dem Makrokosmos des Planeten besonders. Alles im Körper ist nach denselben Gesetzen angeordnet und funktioniert wie der umgebende Raum. Nach Vitruv kann zum Beispiel ein gut gebauter Mann als Vorbild für die Gestaltung von Gebäuden. In seiner Abhandlung beschrieb er die genauen Proportionen dieser sehr gut gebauten Körpers.
die er von Leonardos Freunden beginnen, ihre Versionen des vitruvianischen Menschen zu zeichnen. Aber da Vincis Version wird die bekannteste. Erstens ist sie besser gezeichnet. Zweitens sollte das Konzept von Vitruv das wichtigste Thema der wissenschaftlichen und philosophischen Forschung Leonardos sein. Und drittens gibt es die Vermutung, dass es sich um ein Selbstporträt von Da Vinci handelt. Wenn ja, können wir uns ungefähr vorstellen, wie Leonardo mit 38 Jahren aussah. Und er muss großartig aussehen haben. Vielleicht ist die Lebensweise der Genies daran schuld. Leonardo ist seinem Zeitgenossen als sportlicher Mann in Erinnerung, der gerne reitet und sich auch sonst körperlich betätigt. Und außerdem ist Da Vinci Vegetarier. Aus seinen Tagebüchern geht hervor, dass er eine große Zuneigung zu Tieren hatte. Unter den Aufzeichnungen über seine Einkäufe findet man nur Obst, Gemüse und Fisch. Eine Notiz wäre zum Beispiel: ging zum Markt, kaufte Aprikosen und Aale. Außerdem arbeitet Leonardo nicht hart. Er weiß, dass der Dienst der Musen keine Aufregung duldet. Kreativität und geistige Arbeit brauchen Zeit, nicht einen genauen Zeitplan. Ich weiß nicht, wer der Bösewicht ist, der gesagt hat, dass ein Künstler hungrig sein muss, aber Da Vinci würde dem sicher nicht zustimmen. Seiner Meinung nach sollte ein Künstler in einem angenehmen Raum sitzen, sich gut kleiden und schöne Bilder all diese Güter stehen Leonardo zur Verfügung, als er den Auftrag erhält, eine imposante Statue für Ludwig Sforza anzufertigen. 1489 ist ungefähr das gleiche Jahr, in dem Da Vinci den vitruvianischen Menschen zeichnet. Die Statue sollte den Vater Sforzas zu Pferd darstellen. Der Vater hört schnell auf, Da Vinci aufzuregen, und er konzentriert sich nur noch auf das Pferd. Und es wäre nicht Leonardo, wenn er ein gewöhnliches Pferd machen würde. Nicht herausragend, nicht einzigartig, einfach ein Pferd, das in der Zeit aufgeführt wurde. Schließlich kann man den Perfektionismus nicht abstellen. Da Vinci begibt sich zunächst in die Stelle, wo er die lebenden Pferde, ihre Bewegungsabläufe und Gesichtsausdrücke studiert. Dann geht er zu den toten Pferden über, um die Anatomie des Tieres zu verstehen. Okay, der Entwurf ist fertig. Jetzt müssen wir ihn ausführen. Die Statue muss aus Bronze bestehen und riesig sein. Doch trotz seines Umfangs will Da Vinci ihn in seine Gesamtheit und nicht stückweise gießen. Dazu muss er nur eine neue Technologie erfinden. So vergehen 5 Jahre. Französische Truppen greifen Mailand an und die gesamte Bronze für die Statue wird zur Herstellung von Kanonen verwendet. Die Franzosen erobern die Stadt, aber nicht dieses Mal, und wenig später schießen die Soldaten mit einem riesigen Modellpferd Pfeile auf die Stadt. Dabei wollte Leonardo doch nur eine schöne Statue machen. Etwa zur gleichen Zeit entdecken Kolumbus und Vespucci Amerika. Der Buchdruck entwickelt sich, wichtige wissenschaftliche Entdeckungen werden gemacht. Und natürlich beschäftigt sich Da Vinci nicht nur mit der unglückseligen Pferdeskulptur. Diese Periode ist eine der fruchtbarsten in Leonardos wissenschaftlichen Laufbahn. Geometrie, Arithmetik, Optik, Technik, Mechanik, Chemie, Anatomie, wie nur einige zu nennen. Die wichtigste Eigenschaft, die Da Vinci besaß, war seine Neugier. War das eine Folge mangelnder Bildung oder eine natürliche Eigenschaft? Wir wissen es nicht. Sicher ist jedoch, dass Leonardo eine enorme Anzahl von Fragen hatte. Von der Frage, warum der Himmel blau ist, bis hin zur Struktur der Zunge des Sprechs. Sie werden kein Wort davon hören. Das Erlernen der Sprechzunge ist ein Routinenplan für den Tag, den Leonardo in seinem Tagebuch aufgeschrieben hat. Und wir werden darauf zurückkommen. Das Glück spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Genie. Mitte des 15. Jahrhunderts erfindet Johannes Gutenberg in Deutschland den Buchdruck. Und gegen Ende des Jahrhunderts eröffnet einer seiner Schüler eine Druckerei in Venedig. Da Vincis vertrautes Italienisch und nicht das unglückliche Latein wird für den Druck verwendet. Leonardo hat also Zugang zu einer großen Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten, aber wie Sie wissen, trägt die Theorie oder Praxis keine Früchte. Experimentieren und Beobachten bleiben für Da Vinci eine wichtige Methode des Lernens. Zu einer Zeit, als alle fragten, warum, fragte Leonardo, warum nicht? Da Vinci versucht, ein Perpetuum mobile zu bauen, studiert Physik und formuliert sogar so etwas wie die Gesetze der Mechanik 200 Jahre vor Newton. Am Ende kommt Leonardo zu dem Schluss, dass Perpetuum mobile unmöglich ist. Er regt sich nicht auf und macht weiter.
Da Vincis entfiel mehrere militärische Projekte, darunter eine gigantische 20 Meter Armbrust oder einen Panzer, der eine Schildkröte ähnelt. In Leonardos Vision können bis zu 8 Personen untergebracht werden. Erfindungen würden nur ein Konzept bleiben. Die wahre Leidenschaft des Genies waren Flugmaschinen, zunächst als Theaterrequisiten, dann als reale Projekte. In den Tagebüchern finden sich zahlreiche Vorstellungen von Flugmaschinen, die meisten an Vögel erinnern. Dutzende von Jahren der Suche, aber Da Vinci gelang es nie, ein funktionierendes Modell zu schaffen. Beim Studium verschiedener Disziplinen erkennt Leonardo schnell die Notwendigkeit der Mathematik, denn die Mathematik ist die Sprache, in der die Natur ihre Gesetze schreibt. Und es ist diese Sprache, mit der Da Vinci Schwierigkeiten hat. Die größten Probleme gibt es bei der Algebra-Arithmetik. Er ist bereits 40 Jahre alt und kann bei elementaren Berechnungen Fehler machen und hat Schwierigkeiten mit Wurzel und anderen Elementen der Algebra. Wir sind alle ein bisschen Leonardo da Vinci. Im Gegensatz zu Algebra ist die Geometrie von Da Vinci viel näher, weil er die Welt durch visuelle Bilder begreift. Leonardo arbeitete viele Jahre lang an verschiedenen Theorien auf diesem Gebiet, aber für Mathematiker sind alle diese Studien uninteressant. Da Vincis wichtiger Beitrag zu dieser Wissenschaft sind vielleicht seine Illustrationen für ein Buch seines Freundes Luca Pacioli, des berühmten Mathematikers der damaligen Zeit. Das Werk beschäftigt sich hauptsächlich mit den berühmtesten mathematischen Proportionen, dem goldenen Schnitt. Eine Disziplin, deren Einfluss auf Da Vincis Werk kaum zu überschätzen ist, ist die Anatomie. Schon in Florenz begann Leonardo Anatomie zu studieren, um die Menschen besser zeichnen zu können. Aber schon in Mailand geht diese Faszination weit über die künstlerische Notwendigkeit hinaus. Durch Kontakte zu Medizinern erhält Leonardo Zugang zur Forschung. Aber noch wichtiger ist, dass es sich um die Leichen der Toten handelt. Da Vinci war es, der die Kunst des anatomischen Zeichnens zu neuen Höhen führte. Seine Darstellungen sind sowohl wissenschaftlich korrekt als auch künstlerisch verblüffend. Licht, Schatten, das Markenzeichen Sfumato. All das wird von einem großen Meister ausgeführt. Leonardo war der Erste, der die Struktur der Szene genau darstellte und beschrieb, sodass Da Vinci seinen rechtmäßigen Platz in der Geschichte der Zahnmedizin einnehmen konnte. Einige seiner Theorien zur Anatomie hätten ein wissenschaftlicher Durchbruch sein können, aber sie blieben Ideen auf dem Papier. Das Studium der Anatomie machte Da Vinci zwar nicht zu einem Teil der Wissenschaftsgeschichte, aber es brachte ihm die Antwort auf die Frage näher, wie man den emotionalen Zustand einer Figur durch ihre Bewegungen wiedergeben kann. Zu seinen berühmten Porträts gehören die Dame mit dem Hermelin, die schöne Ferignola und Mona Lisa. Sie alle sind aus einem Grund in die Geschichte eingegangen. Durch die kleinsten Details von Körperhaltung und Mimik vermittelt der Autor die Gedanken und den inneren Zustand des Helden. Um dies zu erreichen, bedurfte es nicht nur der durch jahrelange Übung erworbenen Fertigkeiten des Malers, sondern auch eines jahrzehntelangen Studiums der Anatomie. Wir werden nun einen kurzen Blick auf ein Gemälde werfen, um die Größe des Künstlers Da Vinci zu verstehen. Es handelt sich um die berühmte Dame mit Hermelin, vielleicht Da Vincis zweitbeliebtestes Porträt nach der Mona Lisa. Das leichte Lächeln ist das Markenzeichen von Da Vinci. Es ist auf vielen Werken zu finden, unter anderem auch der Mona Lisa. Es ist ein kleines Gesichtsdetail, das für ein Genie scheinbar leicht darzustellen ist. Aber der Durchschnittsbürger hat keine Ahnung, wie viele Jahre Da Vinci mit einem Skalpel über den Gesichtern der Toten stand. Untersuchung jedes Muskels, der für ein Lächeln verantwortlich ist. Da Vincis Perfektionismus zeigt sich auch darin, wie stark das Gewebe, die Haare und das Fell des Tieres bearbeitet wurden. Sehen Sie sich den kleinen Finger der Heldin an. Er liegt im Schatten und ist nicht zu erkennen. Der unterste Teil des Fingers ist jedoch etwas heller, da sich die Hauptlichtquelle rechts und oben befindet. Weil dieses Licht auf die weiße Wolle des Hermelins fällt, weil die weiße Wolle dieses Licht reflektiert und es auf die Unterseite des kleinen Fingers fällt, wodurch er heller wird. Denn Da Vinci verbrachte Jahrzehnte damit, die Natur des Lichts zu studieren. Denn Da Vinci war ein Genie, zumindest in der Malerei.
1494, der Herrscher von Mailand, Ludovico Sforza, beschließt, seinen Namen zu verewigen und ein Mausoleum für sich und seine Familie zu errichten. Der gewählte Ort ist nicht die größte, aber auf ihre Art wunderschöne Kirche in Mailand, Santa Maria della Grazie. Dieser Ort wird jedoch nicht wegen seiner Architektur in die Geschichte eingehen, sondern aus einem anderen Grund. Dort malte Da Vinci das letzte Abendmahl auf einer der Wände. Für die enorme Popularität dieses Werks ist ein anderer Mann verantwortlich, denn Braun. Im Jahr 2003 schrieb er das berühmte Buch The Da Vinci Code. Dort diskutiert die Schriftsteller bzw. die Figuren das Thema der verborgenen Zeichen in dem Fresko. Leonardo erhält den Auftrag, eine Wand in der Kirche Santa Maria della Grazia zu bemalen und wählt ein bekanntes biblisches Thema. Jesus sagt den 12 Aposteln, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Da Vinci wird den Moment wiedergeben, in dem die Apostel auf die Worte Christi reagierten. Der Arbeitsprozess ist öffentlich. Erstens ist der Raum, in dem das Fresko gemalt wird, im Wesentlichen eine Kantine für die Mönche. Zweitens kann jeder von der Straße hereinkommen und das Werk eines Genies betrachten. Und oft finden Besucher weder das eine noch das andere, weder das Werk noch das Genie. Es gibt glückliche Tage, an denen Leonardo früh ankommt und bis spät in die Nacht arbeitet. Es gibt schlechte Tage, Da Vinci steht vor dem Fresko, schweigt, kritisiert manchmal seine Arbeit, schweigt wieder und geht nach ein paar Stunden. Dann gibt es Tage, an denen Leonardo um die Mittagszeit in der Kirche ankommt, ein paar Striche macht, den Pinsel hinlegt und geht. Die Zögerlichkeit des Genies wird zum Thema eines Gesprächs zwischen dem Rektor der Kirche und Ludovico Sforza. Da Vinci verteidigt sich. Er erklärt dem Sforza, dass der Künstler auch in den Momenten arbeitet, in denen er den Pinsel nicht führt. Gedanken und Bilder müssen im Kopf geboren werden und erst dann können sie die Form eines Gemäldes annehmen. Da Vinci verspricht auch, den Papst zu entführen und ihn als Judas darzustellen, wenn er seine Denunziationen nicht beendet. Dies alles amüsiert Sforza sehr und er beschließt, Leonardo nicht zu bedrängen. 1497 stirbt Sforzas Frau. Seine Geduld geht zu Ende und er zwingt Da Vinci, einen strengen Vertrag zu unterzeichnen. Die Arbeiten an dem Fresko dauerten zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Jahre an. Leonardo wird noch ein weiteres Jahr brauchen, bis er fertig ist. Aber am Ende werden die Erwartungen erfüllt. Das Werk wird von seinen Zeitgenossen sofort als Meisterwerk anerkannt. Und Da Vinci erhält von den Sforza eine Prämie in Form eines kleinen Weinbergs. Happy End, ja? Ah, nicht ganz. Nach 20 Jahren beginnt das letzte Abendmahl von der Wand zu fallen. Wer ist schuld? Leonardo da Vinci. Das Wandbild muss schnell gemalt werden. Ein Stück Gips wird mit feuchtem Gips bedeckt und während er trocknet, wird Farbe aufgetragen. Der Künstler hat einen Tag Zeit, um dies zu tun. Wie Sie sehen können, mochte Leonardo keine Aufregung. Er war es gewohnt, mit Ölfarben zu arbeiten, was er ihm ermöglichte, jahrelang zu malen, kleinste Striche aufzutragen und Korrekturen vorzunehmen. Alle früheren Erfolge von Da Vinci in der Malerei sind auf diesen Ansatz zurückzuführen. Deshalb entschied er sich bei das letzte Abendmahl für eine experimentelle Mischung. Das erlaubte ihm natürlich in aller Ruhe zu arbeiten, führte aber zu einem unglücklichen Ergebnis. Das letzte Abendmahl wurde in den letzten 400 Jahren mehrmals restauriert, wobei keine der Restaurierungen sehr erfolgreich war. Daher sieht man heute in Santa Maria della Grazia nur noch einen schwachen Abglanz dessen, was das Fresko kurz nach seiner Fertigstellung war. Aber warum ist das letzte Abendmahl ein Meisterwerk? Es sind die Figuren und die Komposition. Jahrzehntelange Anatomiestudien und beeindruckende Erfahrungen als Theaterproduzent ermöglichen es Da Vinci, die Reaktion der einzelnen Aposteln auf die Worte Jesu so genau wie möglich darzustellen. Judas ist abgelenkt und hält einen Sack mit Münzen in der Hand und hat Salz gestreut. Seine Handlungen, seine Körperhaltung und sein Gesichtsausdruck verraten ihn als Verräter. Peter hält ein Messer in der Hand, er ist bereit zu handeln, er geht in die Hocke und spricht mit Johannes über etwas. Er hingegen ist traurig und ruhig. Er weiß, dass er unschuldig ist.
Johannes ist die Schlüsselfigur in der Verschwörungstheorie, auf der die Handlung von der Da Vinci Code basiert. Angeblich ist es nicht Johannes, sondern Maria Magdalena, die einer Frau sehr ähnlich sieht. Die Darstellung von Personen, die äußerlich wie stark ausgeprägte Zeichen des einen oder anderen Geschlechts aufwiesen, ist jedoch eines der wichtigsten Merkmale im Leonardos Werk. Vom Engel im Gemälde von Verrocchio bis zum späteren Porträt desselben Johannes. Nach dem Erfolg von Das letzte Abendmahl hätte es für das Genie eigentlich bergauf gehen müssen, aber das Gegenteil war der Fall. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich in einem der Mailänder-Paläste bequem gemacht. Dies ist seine Zuhause, sein Atelier, in dem nicht nur Leonardo selbst, sondern auch seine Schüler arbeiten. Um den Haushalt aufrechtzuerhalten, werden Aufträge benötigt. Aber die einzige Kunst, die seinen wichtigsten Gönner Ludovico Sforza in diesem Moment interessiert, ist die Kunst des Krieges. Die Franzosen rücken auf die Stadt vor, dieselben, die schon Jahre zuvor gekommen waren. Da Vinci hat keine Aufträge und um über die Runden zu kommen, arbeitet er nebenbei als Innenarchitekt. 1499 marschieren die Franzosen in die Stadt ein, Da Vinci flieht nicht. Eitelkeit ist nie seine Art. Er überlegt, ob er bleiben und Kontakte zur neuen Regierung knüpfen soll. Aber nach einer Weile geht er dann doch. Zu Beginn des neuen Jahrhunderts verlässt er Mailand, wo er 18 Jahre lang lebte, um wieder nach Florenz zurückzukehren. In einer Stadt, die er gut kannte, würde Da Vinci seinen 50. Geburtstag feiern. Für andere würde dieses Alter das Ende seiner Karriere bedeuten, aber für Da Vinci wären die nächsten 6 Jahre, die er in Florenz verbringt, die produktivsten seines Lebens sein. Er wird seine wissenschaftlichen Experimente fortsetzen und auch mit der Arbeit an mehreren Meisterwerken beginnen, darunter die Mona Lisa in Florenz. In Florenz richtet Da Vinci eine Werkstatt ein, die der seines Lehrers Verrocchio ähnelt. Strömende Arbeiten wie religiöse Auftragsarbeiten werden von Leonardos Schülern ausgeführt. Der Meister nimmt sich auch nur für die Projekte Zeit, die ihn interessieren. Im Jahr 1503 wird Leonardo von Francesco del Giocondo, einem wohlhabenden Seidenhändler, kontaktiert. Er möchte ein Porträt seiner Frau Lisa bestellen, die zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt ist. Warum Da Vinci zustimmte, ist ein Rätsel. Gleichzeitig ist er leidenschaftlich für die Wissenschaft und nimmt keine Aufträge an, auch nicht von wesentlichen mächtigeren Herren. Vielleicht hat Da Vincis Vater Pere, der geschäftliche Beziehungen zum Auftragsgeber hatte. Vielleicht brauchte Leonardo das Geld, denn sein Bankkonto war wegen der vielen Absagen fast leer. Oder der Grund war der rätselhafte Lächeln, das Lisa del Giocondo besaß. Lange Zeit war die Identität der Frau auf Leonardos Gemälde umstritten. Es gab ein Dutzend Versionen bis hin zu einem Selbstporträt des Künstlers selbst oder einem Bild seiner Mutter. All dies fügte sich perfekt auf das Bild des geheimnisvollen Genies aus. Erst Mitte der Nulljahren wurde der eindeutige Beweis erbracht, dass es sich bei der Mona Lisa um ein Porträt der Lisa del Giocondo handelt. Allerdings werden weder sie noch ihr Mann in der Lage sein, den fertigen Auftrag in einem Jahr, 3 oder 10 Jahren zu erhalten. Da Vinci wird sie erst in eine andere Stadt und dann in ein anderes Land mitnehmen. Daran wird er 16 Jahre lang bis zu seinem Tod arbeiten. Einzelne Aufträge sind keine schlechte Möglichkeit, für einen Künstler seinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber ein Mäzen hilft ihm, sich wirklich zu beweisen. Er bietet große Projekte an, tut dies regelmäßig und was am wichtigsten ist, er zählt großzügig. Für Da Vinci in Mailand war Günther Sforza. In Florenz ist sein Platz von Cesare Borgia besetzt. In einer Zeit, in der viele Herrscher brutal und rücksichtslos waren, war Cesare Borgia vielleicht der grausamste und rücksichtsloseste. Mord, Verrat, Hinrichtung, möglicher Inzest und Korruption, mit einem Wort ein blutiger Tyrann an der Macht. Er nahm eine Stadt nach der anderen ein und schaffte es mühelos, Florenz zu erobern. Der berühmte Niccolò Machiavelli wird entsandt, um mit den Borgias zu verhandeln. Und es gelingt ihm, eine Einigung zu erzielen. Es gibt eine Theorie, dass Da Vinci einer der Bedingungen der Vereinbarung war. Vielleicht ist das Werk Da Vinci für Borgia eine diplomatische Geste, vielleicht eine persönliche Initiative des Genies. So oder so
Leonardo erneut die Chance, sich als Militäringenieur zu beweisen. Da Vinci begleitet Borgia auf seinen Reisen von Staat zu Staat, berät ihn und schlägt ihm Ideen vor. Doch trotz seiner Entwürfe für Panzer, riesige Armbrüste, ist dieses Stück Papier vielleicht Da Vincis größte Leistung auf dem Gebiet der Militärtechnik. Um eine detaillierte Karte der Stadt Imola zu erstellen, nutzt Leonardo seine wissenschaftlichen Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen, um ein spezielles Messgerät zu konstruieren, mit dem er durch die Straßen fährt. In der Folge wurden genaue Karten über viele Jahrhunderte hinweg zu einem unverzichtbaren Instrument für militärische Kampagnen. Da Vinci dient den Borgias 6 Monate lang und verlässt sie nach einer weiteren Bluttat, bei der ein bekannter Leonardus hingerichtet wird. Im Jahr 1504 beginnt der wohl bedeutendste Kunstkampf der Geschichte, Da Vinci gegen Michelangelo. Beide Künstler erhalten den Auftrag, eine Wand in demselben Palast in Florenz zu bemalen, der sich buchstäblich gegenüberliegt. Aber was diesen Wettbewerb wirklich interessant macht, ist der Kontext. Da Vinci und Michelangelo sind unterschiedliche Künstler, unterschiedliche Generationen und unterschiedliche Menschen. Zu diesem Zeitpunkt ist Leonardo 51 und Michelangelo 28 Jahre alt. Da Vinci ist ein extravaganter, modischer und aufgeschlossener Mann. Michelangelo ist ein ungepflegter, schlagsiger, zurückhaltender junger Mann, der trotzdem schon als Genie galt und viele Aufträge erhielt. Leonardo kritisierte selten die Arbeit anderer Künstler, aber nicht in diesem Fall. Seiner Meinung nach seien die Akte in Michelangelos Ausführung wie Säcke voller Nüsse aus. Zu ziseliert, kein Sfumato, keine Plastizität und allen Dingen, die Da Vinci schätzt. Leonardo hatte es schwer, mit einem jungen Star in einen offenen Wettbewerb zu treten. Er seziert wieder tote Pferde, tote Männer, experimentiert mit Farbe und lässt Termine platzen. Während der Arbeit an dem Wandgemälde stirbt Leonardos eigener Vater. Einige Jahre später endet dieser Wettbewerb auf merkwürdige Weise. Beide Künstler geben ihre unvollendeten Werke auf und keines von ihnen überlebt, sondern wird von anderen Künstlern kopiert, die die Genies bei der Arbeit beobachtet haben können. Schließlich geht Michelangelo nach Rom, um die Sixtinische Kapelle zu malen, und Leonardo kehrt nach Mailand zurück. Wieder einmal lässt er das Projekt unvollendet, trotz eines strengen Vertrags. Dies bedeutet, dass Da Vinci wahrscheinlich nie wieder einen großen Auftrag erhalten wird. Vinci wird sich seiner Sterblichkeit bewusst. Beide Eltern sind begraben und zwischen ihm und seinen Geschwistern gibt es kaum eine Verbindung. Seine Beziehung zu Salai war nie ideal, was vor allem an dessen komplexem Charakter lag. In dieser Zeit lernt Da Vinci Francesco Menzi kennen, der nicht nur sein Schüler, sondern sogar sein Adoptivsohn wird. Menzi begleitete Leonardo für den Rest seines Lebens, wurde Künstler und erhielt schließlich einen Großteil des Erbes von Da Vinci. Im Jahr 1508 lebt Leonardo wieder in Mailand und widmet sich wieder fast ausschließlich der Wissenschaft. Es gibt einen bekannten Fall eines 100-jährigen Mannes, der einfach an Altersschwäche stirbt. Da Vinci kann sie nicht überwinden. In seinem Tagebuch skizziert er detailliert die Muskeln, Venen und ein Teilporträt des Verstorbenen. Damit beginnt eine neue 5-jährige Periode des Studiums der Anatomie oder vielmehr ihrer Besessenheit. Glücklicherweise ist die Kirche zu diesem Zeitpunkt der Geschichte nicht mehr strikt gegen derartige Operationen. Zumindest in fortschrittlichen Städten wie Mailand und Florenz. Vielleicht wird Da Vinci in dieser Zeit nicht nur als Künstler, sondern auch als Gelehrter in der Geschichte eingehen. Er ist einer der ersten in der Geschichte, der einige Aspekte des Gehirns beschreibt, der erkennt, dass das Herz das Zentrum des Kreislaufsystems ist und der neue Herzklappen entdeckt. Ein Jahr nach Da Vincis 60. Geburtstag zieht er mit Salai, Francesco Melzi und anderen Schülern nach Rom. Leonardo findet einen neuen Mäzen, nimmt nur noch selten Aufträge an, führt sie aber nicht mehr aus. In den Aufzeichnungen der damaligen Zeit beklagt er sich über seine Schüler, die entweder die Arbeit schlecht machen oder weggehen und eigene Werkstätten eröffnen. Von dem Zeitpunkt, an dem Da Vinci mit der Arbeit an Gioconda begann, bis zu seinem Tod vergingen 16 Jahre. Es gibt auch nur wenige Werke, die dieser Zeit zugeschrieben werden. Johannes der Täufer zum Beispiel. Ja, das erste, was ins Auge fällt, ist nicht das Markenzeichen Sfumato,
sondern der Zeigefinger. Er tauchte regelmäßig in Da Vincis Gemälden auf. Die Erklärung ist einfach. Die Figur zeigt damit auf den Himmel, also auf etwas Göttliches. Zur gleichen Zeit vollendet Leonardo das Gemälde der heiligen Anna mit der Madonna und dem Christuskind. Die Arbeiten begannen zur gleichen Zeit wie die Mona Lisa. Es gibt die Meinung, dass dieses Meisterwerk nicht weniger großartig ist, nur nicht so beliebt. Es ist jedoch sicher, dass der Grad der Ausarbeitung, die Anzahl der Schichten in diesem Werk nicht geringer ist als in der Mona Lisa. Die Anzahl der Figuren ist größer und ihre Bewegungen sind komplexer. Vielleicht hat Da Vinci in dieser Zeit mehr Meisterwerke geschaffen als früher, aber es gibt ein Problem. Leonardo hat seine Werke nicht signiert, wie viele andere Künstler seiner Zeit auch. Außerdem erwähnte er in seinen Tagebüchern fast nie, woran er gerade arbeitete. In Wikipedia-Artikeln über dieses oder jenes geniale Meisterwerk findet man oft die Formulierung "ein Gemälde, von dem man glaubt, dass es von Leonardo da Vinci stammt". Im Jahr 1515 nimmt Leonardo die Einladung eines neuen Mäzens an. Er wird König Franz I. von Frankreich. Da Vinci verlässt Italien zum ersten Mal in seinem Leben. Salai bleibt in Mailand. Leonardos neues Zuhause ist ein kleines Schloss in Frankreich. König Franz I. ist der ideale Mäzen, auf den Da Vinci sein ganzes Leben lang gewartet hat. Angenehme Lebensbedingungen, großzügige Stipendien und vor allem keine Fristen. Im Gegenzug wurde das Genie zum Chefingenieur, Künstler und Architekten des Königs ernannt. Leonardo verbringt seine letzten Jahre in seinem Schloss und empfing gelegentlich Gäste. Einige bemerken die offensichtlichen Anzeichen eines Schlaganfalls und den gelähmten Arm des Meisters. Die logische Schlussfolgerung ist, dass er nicht schreiben konnte, aber seine rechte Hand gelähmt war und Da Vinci Linkshänder war. Es ist wahrscheinlich, dass er für den Rest seines Lebens weiter arbeitete. Eines seiner letzten Projekte war der Entwurf einer ganzen Stadt. Da Vinci würde keine Zeit haben, das Projekt zu beenden. Leonardo schrieb einmal in sein Tagebuch: "Wie ein ereignisreicher Tag für einen guten Schlaf sorgt, so sorgt ein ereignisreiches Leben für einen glücklichen Tod." Er starb im Mai 1519 und wurde in der Kirche von Schloss Amboise beigesetzt. Im 19. Jahrhundert wurde die Kirche zerstört und nach einem weiteren halben Jahrhundert wurden die Überreste dort ausgegraben und in einer anderen Kirche wieder beigesetzt. Vermutlich gehörten die gefundenen Überreste zu Leonardo da Vinci, aber niemand weiß es genau. Dieses Geheimnis fügt sich perfekt in die Geschichte eines Mannes ein, über den in der Tat noch vieles unbekannt ist. Sicher ist jedoch, dass Leonardo ein Genie war. Aber er wurde nicht so geboren, sondern er wurde so, nachdem er viele Prüfungen und Kämpfe durchgemacht hatte.